Alles raus, was nicht hineingehört. Das ist das Knut- und Christina-Prinzip bei der Gutshausrettung. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, die halt wirklich aus dem Metier halt sind, halt immer alle mit dem Kopf schütteln und sagen, was wir da halt machen. Das zweite Gutshausretterprinzip: im Handumdrehen Räume bewohnbar machen. In Renso, ihrem Lebensmittelpunkt, haben sie es am Anfang genauso gemacht. Und heute ahnt hier niemand mehr, dass das Haus mal eine Katastrophe war. Kalt und verwahrlost. Einigermaßen bewohnbar hatten sie es in 6 Monaten. Vorzeigbar war es nach ein paar Jahren. Aber fertig wird es nie.